Hallo meine Lieben, das ist die Kartenlegung für euch, meine lieben Skorpione. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr seid in der Mitte und ihr habt gute Zeit. Wie immer, diese Kartenlegung ist eine Kollektivkartenlegung. Das bedeutet, du kannst gehen Resonanz oder auch nicht. Schau dir an, was diese Karten dir möchten mitteilen. Natürlich, ich lege auch Privatlegung. Wenn du Interesse hast, melde dich bei mir per WhatsApp oder E-Mail. Oder wenn du hast an eine vedische astrologische Beratung, melde dich auch, weil jetzt in den März wird einiges bewegen in unserem Leben. Und besonders die Skorpione werden dieses Jahr richtig gefordert sein. Warum? Weil der Jupiter, also ich spreche über vedische Astrologie, es ist siderischer Tierkreiszeichen, weil ab dem Mai wird der Jupiter bestrahlen Skorpione, aber auch bestrahlt sozusagen der Saturn, die Aszendent Skorpione oder auch Sonne Skorpione. Ich rede über siderischen Tierkreiszeichen, ne? Also das wäre dann eher Schütze zum Skorpion. Und das bringt sehr viele Herausforderungen mit sich. Und da wird mit Sicherheit auch mancher größerer auch Einfluss stattfinden, auch in eurem Gemüt, in eurem Leben. Aber nicht nur bei euch was mir betrifft, weil das ist sozusagen als Aszendenz-Skorpion, geht es um eigenen Leben, auch um Körper. Sondern auch andere stärker Sternzeichen. So, boah, jetzt habe ich hingekriegt. So, wie immer, es ist gedacht, habe ich schon erwähnt. Ich kenne nicht, liebe Männer, bitte ummünzen und ich freue mich für jeden Like, Abonnement und Kommentar. Also fangen wir an. Was sagen die Karten? Was möchten die Karten mitteilen? Um was geht es jetzt? Ende März. Oh, die Liebe. Bei Skorpione die Liebe steht. Und es ist tiefe Gefühle, aber Distanzierung in Beziehung. Also das ist irgendwas nicht in Ordnung. Hier zum Beispiel Freundeskreis ist nicht ganz aufrichtig, weil der Fuchs schaut hierher. Aber das wird aufgehoben. Entweder wird man klären, was da ist gelaufen, liebe Skorpion, oder auch er trennt sich von diesen Menschen. Und sagt adieu, tschüssi. Ja, bei euch ist das Thema sehr viel aufregender Thema, also Aufregungen, viel Hektik, Unruhe. Wird einiges los sein bei euch, meine lieben Skorpione. So, beruflicher Neuanfang, Beruf Neuanfang, aber noch irgendwie, hat auch irgendwie Distanz. Innerhalb Deutschland oder Schweiz oder auch wo auch immer du bist, du dich beschäftigst in kommender Zeit, mein liebes Skorpionin, mit einer Frau, die ist wahrscheinlich auch nicht ehrlich, die kann auch aus Familie kommen. Ne? Dein zukünftiges Thema wird schicksalhaftes Glücksausschüttung, also du hast schicksalhafte positive Ausschüttung, also Glück wird ausgeschüttet, karmische Ausschüttung von Glück. Du hast irgendwas verdient, etwas bekommen solltest oder auch erhalten solltest. Dein Herzensmensch schaut auf die Finanzen mit dieser Person oder auch Finanzen sozusagen, wie er rumkriecht und rumkommt sozusagen. Und für diesen Menschen, er macht sich Gedanken über Trennung in Beziehung, also Beziehung, Trennung plötzlich oder auch die wird jetzt weggenommen, die Trennung. Das kann beides sein. Also Trennungsthema, Verbindungen, Verträge wird ein Thema für ihn sein. Du bekommst auch Nachrichten finanzieller Art. Er hat auch schicksalhafte Aufgaben auf der Arbeit oder berufsbetreffend. Einladungen, die blockiert sind, bei ihm auch kommen. Bei dir wird auch Aufregungen sein. Ne? Auch bei ihm. Er hat Aufregungen, um Klarheit zu bekommen. Und für ihn wird die familiäre Thema mit dieser Frau zu tun. Sexualität mit dieser Frau.
Ich weiß es nicht, was diese Karten dir der sagen, aber ich sage das, was ich sehe. Und diese Frau ist nicht ganz ehrlich, ne? Und für sie ist auch, für dich ist auch diese Sexualität zwischen den beiden möglicherweise ein Thema. Schau dir, was diese Karten sagen. In der Liebe kommen aber Nachrichten, du wirst manches Klarheit erlangen. Also der März wird vieles voranbringen. Die schwierige Zeit ist jetzt vorbei. Es geht voran. Und peu à peu wird sich Situation auch gut entwickeln. Die Veränderungen kommen auch in Verträgen, ne? Was das die Arbeit betrifft, da wirst du manche Entscheidung treffen und auch Nachrichten bekommen. Finanziell wirst du Geld ausgeben für Familie, Haus und so weiter. Und du wirst auch finanzielle Entscheidungen treffen müssen. Das bedeutet, ja, wie wirklich banales, wie ich in den kommenden Monat sozusagen wirtschafte mit dem Geld. Das kann auch natürlich auch größere Entscheidungen sein, etwas erwerben oder nicht und so weiter. Ja, dein Herzensmensch. Bei ihm ist es auch emotionales ziemlich viel. Dieser Mann schaut, also wenn nach Schicksalsfahrt, er schaut auf einen älteren Herrn. Mit dem hat er irgendwie vielleicht auch Mentor auf der Arbeit, eine Einladung bekommt oder auch etwas Positives, Kompliment oder auch etwas, was für ihn auf jeden Fall Freude bereitet. Darauf folgend wird er auch Kraft haben, Entscheidungen treffen in der Liebe, die Liebe betreffen und auch die Treue oder Herzlichkeit mit den Freunden. Vielleicht geht es hier um herzliche Runde mit Freunden irgendwo ausgehen. Bei dir wird die Thema das kleine Glück. Du wirst plötzliches kleines Schrecken bekommen als kleines Glück. Manches wird noch unklar sein, aber es betrifft dein Leben. Du wirst aber durch die Gespräche Veränderungen einleiten und dadurch auch Kampfveränderungen auch mit dieser Frau. Also das kann sein, dass du ein Gespräch führst, weil du schaust auf längere Zeit, dann mit jemandem du redest oder auch diskutierst und dadurch sagst, ich muss da verändern, diese Situation, meine Einstellung zu dieser Person. Oder auch diese Person verändert etwas in ihrem Leben. Also, für ihn, für dich, für Geld, für Arbeit, für Liebe, Verträge. Und wir gucken auf die guten Nachrichten. Die guten Nachrichten auf jeden Fall kommen auch durch die Veränderungen oder Veränderungen bringen gute Nachrichten. Für dich wird das längere Zeitraum eine größere Rolle spielen oder auch gesundheitliche Themen. Also wenn du irgendwas abklären musst und um Gesundheit kümmern, mach das. In berufliche geht es auch möglicherweise beruflich oder entweder diese Frau hat zu tun oder Kollegin, da wird ein sein oder auch etwas nicht gerade läuft in beruflicher Hinsicht. Vielleicht auch du mit jemand über Beruf sprichst. Finanziell wird manches unklar sein, was du noch nicht so durchschaust. Dieser Mensch ist dein Herzensmensch, ist ein bisschen unter Spannung. Also ja, der ist unter Spannung. Der wird möglicherweise etwas ernten oder auch etwas bekommen oder auch positiv wie negativ, ne? Was man sieht, dass man auch erntet. Und Verträge, da gibt es auch viele Gespräche, Diskussionsbedarf. Bitte nicht missverstehen, Verträge kann auch sein. Auch die alltäglichen Verträge betreffend alles Mögliche, was wir so vereinbaren. Und in der Liebe kommt das kleine Glück. Also es sieht gut aus. Natürlich, manche Themen sind ein bisschen komplizierter, aber ich bin sicher, März wird einiges in dein Leben verändern. Geht auch voran, peu à peu wird in Bewegung kommen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt in der Mitte, macht das Beste aus der Situation und bis bald.